Gears of War 4 Multiplayer Beta auf GameTube mit meinem Multiplayer Gears Wingman Fritz. Hallo Michi. Und nachdem wir die Besten auf der Welt sind in Gears of War, ist es ja auch nur billig und recht, dass wir schon ein bisschen früher rein dürfen. Ab dem 18. läuft der Beta-Test für krasse Gears-Fans, also alle, die die Ultimate Edition gespielt haben und oder Microsoft-Telefonnummern in ihrer Kontaktdatenbank haben. Diesmal haben wir aber tatsächlich die Ultimate Edition gespielt. Nee, ich hab meine liebe Kollegin Maxi angerufen, weil das irgendwelchen Ach so. Gründen das nicht ging. Jedenfalls ab 25. dürft ihr, glaube ich, alle rein. Ab dem, es geht dann bis 1. Mai. Und diese Beta ist Multiplayer only. Also Sachen, die wir können. Sollen wir denn erstmal Team Deathmatch anfangen oder gleich Dodgeball? Ich würde mal Team Deathmatch anfangen zum Start. Nur mal zum Gucken. Okay. Wir wissen ja noch gar nichts. Ich weiß noch nicht mal, wir wissen noch nicht mal Tastenbelegungen und alles. Nee. Das wird ganz, ganz toll werden. Wie immer, wenn wir Multiplayer spielen. Ich hoffe, ich habe mein lustiges Porträt da oben jetzt so positioniert, dass es nicht über der Active Reload Leiste ist. Das hatte ich nämlich gerade eben schon ausprobiert und da tut man sich ein bisschen schwer. Es sind ja ein paar Sachen neu, ne? Also man kann ja jetzt immer Active Reloaden im Multiplayer. Das meinst du mit immer? Naja, vorher musste das Magazin quasi angenutzt sein, angebissen, bevor du reloaden durftest. Und jetzt kannst du immer Active Reloaden. Um ja diesen Buff noch zu holen. Genau, um diesen Buff zu holen. Aber du kannst es dann nicht unendlich oft hintereinander machen. Also es hat so einen Cooldown. Mhm. Und es gibt auch neue Bewegungen. Man kann jetzt, wenn es quasi zu der nackte Kanone-Situation kommt, also wenn zwei an einer Deckung sitzen und aufeinander schießen, dann kann man den nicht den Nordberg machen, aber man kann zumindest rübergreifen und sich den schnappen, der auf der anderen Seite sitzt, ihn rüberziehen und dann ihn ganz doll drücken. Okay. Und Liebhaben. Das ist ja schön. Das ist ja generell ein Spiel zum Liebhaben. Also ja, die sich drücken in dem Spiel. Also es ist auf jeden Fall was für die Kleinen. Ja. Es ist keinesfalls übelste Splatter-Scheiße, erzeugt bei zärteren Gemütern. Man sieht das ja schon hier auf dem Monitor. Du hast doch wahrscheinlich auch die zwei lieben, netten Leute, die sich anlachen und mit ihren Kuschelwaffen. Völlig korrekt. So, ich gucke hier gerade noch so ein Stat-Dingsbums an. Also bei mir ist das Spiel schon da. Achso, bei mir lädt er die Karte. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich muss noch irgendwie warten, bis genug Leute tot sind oder das Match ist vielleicht noch gerade voll. Good Keine Luck Ahnung. Soldier, hat er mir jetzt gerade gesagt. Ja, und dann ist irgendwie neu, dass man rennen kann und über eine Brüstung rüberspringen kann und jemanden dann dabei kaputt hauen kann. Mhm. Ist ja crazy. Also ich werde nichts von all dem werdet ihr hier zu sehen bekommen. Also nee. Oh, ich bin JJ AJ Phoenix. Jimmy John Phoenix. Ich kann noch nicht mitspielen. Ja, ich musste auch zugucken. Der wieder. Also der Roadie Run ist wieder da. Es ist ein wildes Rumgerolle. Was habe ich denn an Waffen dabei? Lancer und Nasher. Ich glaube, am Anfang hat man noch gar nicht so viel in der Dings. Komm schon, dreh dich nicht um. Ja! Gleich ein Lancer-Kill! Aber bist du schon drin? Ja, Jetzt kann ich auch rein. Was war das? Nein! Gelongshottet worden. Aber es ist ein guter Einstand. So kann es schon mal losgehen. Und ich glaube, was auch neu oder was wieder. Also, es wurde alles aus Judgment zurückgedreht. Mhm. So also, nach dem Motto: Danke, people can fly, aber nein, danke. Mit Y Waffenwechsel und so ist nicht. Und eine Granatentaste gibt's auch nicht. Also alles wieder über das Digi-Kreuz anwählen und dann. Genau. Ich muss mal kurz gucken, wie sind denn. Wie ist denn hier der Modus, dass man wieder einsteigen darf? Ich weiß es gar nicht mehr. Weil ich jetzt hier. Bist du denn jetzt im Spiel oder guckst du auch? Ich bin im Spiel. Ich bin jetzt tatsächlich mal drin. Ach, da ist er ja. Warte mal, das bist ja du. Ja, crazy. Oder hat jemand einen Talkbow, oder? Ich habe tatsächlich jemanden angeschossen. Oh, er hat mich angeschossen. Ah, verdammt, von hinten erwischt. Und ich weiß gar nicht, ob das früher auch so war, aber man kann jetzt, wenn man angeschossen wurde, nochmal wegkrabbeln und in Deckung krabbeln. Wenn man dann oft genug A drückt, dann steht man von alleine sogar wieder auf. Was, echt? Ja. Das ist ja wild. Und irgendwas haben sie noch geändert. Achso, es gibt natürlich Karten, weil es ja in jedem Spiel jetzt Karten geben muss. Ja. Mehr Erfahrungspunkte, Punkte, Karten. Und irgendwas haben sie noch eingeführt, was neu ist, aber ich hab's vergessen. Aber wieso.
Ich dachte, das wäre normales Team-Deathmatch. Ich dachte, nur bei diesem Dodgeball-Modus ist man so lange draußen. Ich dachte, man kommt da immer wieder rein. Hätte ich jetzt auch gedacht. Muss ich irgendwas drücken? Bisschen überrascht. Oh, da ist nicht viel übrig geblieben von ihm. Ja, da hat gleich mal die andere Seite gewonnen. Aber ich habe einen zersägt und ich habe es auf Video. Was wollt ihr mehr? Tatsächlich den Dings-Modus genommen? Haben wir wirklich? Ja doch, Team Deathmatch steht ja oben. Ja. Okay, ist ja strange. Round begins in... Also wie gesagt, für uns ist das jetzt auch der absolute Start. Noch nicht einmal ausprobiert. Vielleicht erwische ich wieder einen unachtsamen... Aber das sind doch einfach nur die Dings gewesen, oder? Die Locusts. Das ist noch nicht diese neue Fraktion, die es angeblich gibt. Genau, diese Fishies. Ich weiß gar nicht, kann man die Fishies hier spielen? Ob die im Multiplayer dabei sind, weil die wirkten jetzt in den Videos bis jetzt ja immer eher so sehr tierähnlich, ne? Also, dass man die vielleicht gar nicht... Also, die wirkten so, als hätten die gar keine... Ach, du Scheiße! Als hätten die gar keine Waffen. Ich habe gehört, dass die, ich habe auch nur diese Titelgeschichte vom Game Informer gelesen und da hieß es, die würden so mehrere Evolutionsstufen durchmachen, also dass es da auch Humanoide mit Waffen gibt und die könnten okay, sie ja dann in Multiplayer packen. Ja, ja. Ich wurde jetzt eben gerade übrigens wieder gespawnt. War wieder ich drin. Ich auch, ja. Ich muss ja gestehen, ich hoffe, dass auch ein paar Maps dabei sind wie bei Gears 3, was ich immer total mag. Weißt du noch, diese eine Gears 3 Map, wo dann der Sandsturm aufkam? War die nicht erst in dem DLC mit drin? Nee, die war schon in der Beta sogar von Gears 3. Sowas mag ich ja irgendwie immer total. Also hat mir jemand das gerade den Frag gelinkt? Wer bist du? Achso, die Namen werden immer... Ich bin der J.J. Abrams. wie heißt der hier? A.J. von den Backstreet Boys. Das ist aber echt gefährlich mit dem, dass man dauernd Active Reloaden kann. Ich mache nichts anderes mehr. Aber sie haben es auch genau deshalb eingebaut, weil die Leute eben eigentlich im Grunde genommen das immer gemacht haben. Aber man kann doch jetzt so spotten auch. Man kann jetzt spotten, genau. Man kann, aber mit rechter Stick reindrücken. Ich dachte, linker Stick. Ja, linker Stick. Das andere rechts. So. Und nochmal frisches Magazin rein. Sicher ist sicher. Nur für alle Fälle. Und noch ein Kettensägen-Kill. Nein, aber jetzt haben sie mich bemerkt. Jetzt ist es vorbei. Wo bist denn du? Ach, da hinten. Ach, Scheiße, haben sich auch noch voll erwischt. Hat sie mich zersägt. Ja, die trauen sich alle da hinten aus ihrer blöden Ecke nicht raus. Was habe ich denn noch dabei? Ich habe Smoke-Grenades. Nee, das braucht ja keine Sau. Wie kann ich denn mein Loadout changen? Nasher? Ach nein, jetzt habe ich die Hammerburst genommen. Naja. Da muss man jetzt durch. Wo gibt's die Longshot? Ich will die Longshot, obwohl ich mit dem Multiplayer gar nichts treffe. Oh, ich habe tatsächlich mal jemanden abgeschossen. Ich werd bescheuert. Warst du das da gerade eben? Was? Hast du das hier? Nein. Nee. Soll ich denn... Nein. Oh, danke. Auch krasses, dieses ganze Flankenspiel, wie anders sich das auch jetzt auf einmal... Wir haben direkt davor Overwatch gespielt, ne? Ja. Wie krass anders sich das anfühlt. Wenn man hier wieder eher so dieses Gefühl hat, man steuert Tanks durch die Level. Oh, oh. So. Schön alles kaputt machen. Also ich weiß schon, was sie als DLC auf jeden Fall verkaufen werden. Die Texturen, oder? Ja, irgendwie. Also ich will ja nicht der Grubbelfritz sein, aber oh, voll zerschossen worden. Siehst du, das ist die Strafe dafür. Wird man ihn sofort bestraft. Also ich spiele das jetzt hier gerade in einem nicht ganz Fullscreen-Fenster, weil ich mehr oder weniger auf dem Live-Ausgang von der Elgato gucke. Ja. Und da wirken zumindest die Texturen auf den Leuten drauf ganz cool, aber die vom Level irgendwie so... Die sind ziemlich schwach. Also ganz viele so Detailsachen sind sehr, sehr, sehr schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht, aber überraschend schwach dafür, dass das der absolute Vorzeigetitel werden soll. Also ich hatte nur gehört, dass sie sich auf die Schulter geklopft haben, dass sie 1086 die geschafft haben. Das hat halt seinen Preis, ne? Man darf nicht so böse sein. Das, aber es macht sofort wieder voll Spaß, dieses ganze ja, Movement und so.
Absolut. Wüsste ich aber trotzdem gerne mal, wo die sind. Wir müssen mehr spotten, glaube ich. Ja, dazu müsste ich erstmal jemanden spotten. Oh, die sind hier an der Seite. Oh nein. Oh, haben sie die Waffensounds überarbeitet von der Lancer? Die klingt jetzt deutlich Maschinengewehrmäßiger. Haben sie mich getalkboat? Oh, die sind hier irgendwie alle hier hin, oder? Zack. Mein Gott, in wie viele Einzelteile man die Leute zerlegt. Das ist ja absoluter Wahnsinn. War das schon immer so krass? Ja! Oh, ja! Naja, weil wir halt auch die Besten sind, ne? Und ich war mit Abstand der Schlechteste. Ich war der Vorschlechteste. Und du wurdest durchgestrichen. Ja, gleich. Maximum schlecht. Nicht wieder einladen. Warte mal, was habe ich denn jetzt hier? Hammerburst, Nasher. Weißt du, warum wir die Schlechtesten waren? Weil wir dann nur am Rummeckern sind. Wieso gibt's denn eigentlich nur Smoke Grenades und keine... Wo sind denn die Explosion Grenades? Vielleicht muss man die einsammeln. Vielleicht gibt's jetzt Belohnung. Also da hängt einer an der Wand. Vorne. Ich geh jetzt mal hier mit dem... Bist du das hier? Sitze ich jetzt hier neben dir? Nee, ne? Das wäre anders. Wie blendet man sich die Leute nochmal ein? Ach fuck, falsche Taste. Mist. Mit der linken Schultertaste. Ach, so ein Scheiß. Ich wollte gerade die Waffe wechseln und hab natürlich auf die dumme Nahkampfpistole gewechselt, statt zur Seite. Muss ich gestehen, ich hab Gears nie doll im Multiplayer gespielt. Ich bin da gar kein... Ich bin gar kein Pro-Gamer. Ich weiß, ihr seid da ein bisschen überrascht, das zu hören, aber es ist tatsächlich so. Au! Wer hat denn da einen Frag hingetan? Nein, ich hab mich verladen. Und wer hat sich nicht schon mal verladen? Verladen gefühlt. Oh fuck! Hau ab, du Arsch! Oh, verdammt! Sag mal, die Spieler bestehen aus so einer Art Gelee, oder? Ja. Dass die zerfallen. So Marmeladenspieler. Oh, Gott sei Dank, ey. Boah, man muss sich echt das angewöhnen, wieder den Waffenwechsel auf dem Digipad. Das ist echt krass. Vor allem wieder dieses Snappen und mit der Shotgun dicht an den Leuten vorbei und dann im richtigen Moment zapp, zerrapp. Ja. Ich hatte jetzt zuletzt nämlich das Judgment nochmal kurz gespielt, weil doch in der Dings... Oh, fuck. In der Ultimate Edition waren noch Keys für alle vier Gears of War Spiele drinne, die man dann auf der Xbox One nochmal spielen konnte. Fuck, 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 die machen mich alle, die machen mich alle, die machen mich alle. Du? Vorsicht, Granate. Was war denn das? Oh, fuck, krass, das ist um die Ecke gekommen und hatte halt die Gnasher in der Hand und voll weggehauen. Krass, geil. Nee, und dann hatte ich das Gears 3 und das Judgment nochmal gespielt und war so krass überrascht, wie unfassbar gut das Gears 3 immer noch aussieht. Mhm. Es sieht so irre gut aus. Wahnsinn. So nett das Judgment war, so enttäuschend war es dann irgendwie doch, weil es nicht der Schritt nach vorne gewesen ist, den man halt gerne gehabt hätte. Ja. War halt echt nur so ein kleiner Mitnahmetitel. Aber trotzdem, voll. Bei dem Judgment hat man aber voll gemerkt, wie unglaublich gut das Dings einfach ist, das Kern-Gameplay von dem Spiel. Ja. Oh, geil! Respawns depleted. Jetzt wird's eng, ne? Ach, das ist jetzt dieses die Geschichte gewesen mit den, dass wir vorhin keine Leben mehr hatten. Verstehe. Oh, oh. Nein, nein, ich bin raus. Aber ich habe mich auch genau zwischen zwei reingerollt. Oh fuck, wir waren. Oh, von hinten alle beide. Ist das süß, ey. Einen haben wir noch da. Geile Scheiße. Ogome muss jetzt alleine reißen. Los, komm los, schon. Hau sie weg. Oh, er wird schon von hinten. Ah, nee, das schafft er nicht. Oh, doch, doch, los, komm. Mach sie. Ah, schade. Ah. Die sehen aber auch wieder fies aus. Ach, schau mal, sind das gar keine Locust, weil die heißen irgendwie so Swarm. Vielleicht sind das dann doch die Humanid-Form von denen. Haben wir nicht mal die Fischis erkannt? Nun oh, ja. Schau mal, sind sogar drei Karten bei. Wo gehen wir als nächstes hin? Harbor, oder? Harbor sieht geil aus. Ich finde Harbor geil. Harbor. Aber das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Bis cool. Dann. Bis dann. Ciao.